Hallo bei Fintool. Wie berechnet sich die Anlageperformance, wenn Ein- und Auszahlungen während der Anlageperiode erfolgen? Im Wesentlichen gilt es bei der Beantwortung dieser Frage zwischen der Zeitrendite, Englisch Time-Weighted Rate of Return, und der Geldrendite, der Money-Weighted Rate of Return, zu unterscheiden. Während die Zeitrendite Timing und Höhe der Cashflows unberücksichtigt lässt, fließen bei der Geldrendite genau diese Elemente in die Berechnung mit ein. Entsprechend findet die Zeitrendite für diejenigen Portfolios Anwendung, bei welchen der Vermögensverwalter keinen Einfluss auf Höhe und Timing der Cashflows hat. Bestimmt hingegen der Vermögensverwalter maßgeblich Zeitpunkt und Höhe der Ein- und Auszahlungen, muss er sich natürlich auch daran messen lassen. Hier ist die Geldrendite die korrekte Performancegröße. Hinsichtlich der Berechnung der Anlageperformance entspricht die zeitgewichtete Rendite der multiplikativen Verknüpfung einzelner Periodenrenditen mit konstantem Kapitaleinsatz. Das heißt, dass bei jeder Ein- und Auszahlung eine neue Rechnungsperiode startet. Die geldwertgewichtete Rendite entspricht der Bestimmung des internen Zinsfußes oder der Internal Rate of Return, somit demjenigen Zinssatz, der die einzelnen Zahlungsströme mit dem Endwert gleichsetzt. Wie wir noch sehen werden, wird dieser Zinssatz über ein Iterations- bzw. Trial-and-Error-Verfahren bestimmt. In Teil 1 befassen wir uns nun mit der Zeitrendite. Nehmen wir zur Veranschaulichung das Beispiel eines Fonds, der den SPI nachbildet. Dabei stellen die blauen Werte Einzahlungen in den Fonds dar, die roten Werte Entnahmen, bzw. per Ende 2013 den Verkauf der Fondsanteile durch den Anleger. Der Fondsmanager hat somit keinen Einfluss auf Timing und Höhe der Ein- und Auszahlungen und ist jederzeit voll investiert. In tabellarischer Form stellt sich die Entwicklung wie folgt dar. Bei einem Indexstand von 5.626,4 werden 50.000 Franken investiert. Die Wertsteigerung 2010 beträgt 2,9%. Das Engagement Ende 2010 steigt somit auf 51.459 Franken. Nach der Erhöhung um 25.000 startet das Investment Anfang 2011 mit 76.459 Franken. Nach einer negativen Performance von 7,7% endet das Anlagejahr 2011 mit 70.556 Franken und so weiter, bis Ende 2013. Der Anlagewert beträgt nun 52.909 Franken, die Fondsanteile verkauft werden. An dieser Stelle eine kurze Zwischenbemerkung. Die Überlegung, dass der Anleger insgesamt 40.000 Franken investiert hat, heute 52.909 besitzt und damit über die 4 Jahre eine Performance von 32,3% erzielt hat, ist falsch, da, wie wir noch in Teil 2 sehen werden, die Bezugsgröße von 40.000 nicht korrekt ist. Korrekt ist hier die multiplikative Verknüpfung der Periodenrenditen, die im Ergebnis 39,3% beträgt. Die Umrechnung in eine jährliche Rendite erfolgt über die Bestimmung des geometrischen Mittels, also der vierten Wurzel aus 1,393. Oder gleichbedeutend 1,393 hoch ein Viertel. Es resultiert 8,6%, die zeitgewichtete Rendite. Wie sich aus diesem Beispiel leicht erkennen lässt, ist die Berechnung der Zeitrendite gänzlich unabhängig von den einzelnen Cashflows, da die Periodenrenditen sich immer auf konstante Investitionssummen beziehen, beziehungsweise bei jeder Ein- und Auszahlung beginnt eine auf dem neuen Kapital bezogene Renditeberechnung. Die Portfoliorendite ist somit identisch mit der Indexentwicklung.
Die Zeitrendite ist in ihrer Berechnung und Interpretation einfach und intuitiv. In gewissen Situationen kann sie für den Anleger aber durchaus auch verwirrend sein. Ein Beispiel. Ein Anleger investiert 10.000 Franken. Im Jahresverlauf steigt seine Investition um 45% auf 14.500. Von diesem Ergebnis überzeugt, erhöht er sein Engagement um 50.000 Franken auf 64.500. Leider zum falschen Zeitpunkt. Das Portfolio bricht in der Folgeperiode um 25% ein. Der Endwert beträgt noch 48.375. Der Anleger hat somit über die beiden Jahre betrachtet einen Verlust von 11.625 Franken erlitten. Gleichzeitig wird ihm jedoch gesagt, er hätte eine erfreuliche positive Rendite von 8.7% erzielt. In Teil 2 werden wir sehen, wie solche Cashflows in der Renditeberechnung berücksichtigt werden.